Das klingt jetzt nicht besonders aufregend oder neu, denn es sind vermutlich jene Kompetenzen, die auch bisher schon wichtig sind. Kommunikation, Kooperation, Teamfähigkeit, aber eben auch Kritikfähigkeit. Sie sind dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, unerlässlich. Auch und gerade, weil Medien und Technik im Spiel sind. Denn hier müssen zum Beispiel komplexe Abläufe geplant und umgesetzt werden. Dafür müssen wir gut und transparent miteinander kommunizieren können und Verantwortung übernehmen, auch für die, die wir nur hinter einem Screen vermuten. Und meine Lieblingskompetenz, man merkt vielleicht, Begeisterungsfähigkeit, denn die hilft uns, Neues zu entdecken.